aus Köln. Der Presseclub mit Volker Herres. Herzlich willkommen. Schönen Sonntag aus Köln. Schön, dass Sie dabei sind. An Tagen wie diesen, wie mag er sich da fühlen, der SPD-Boss? Denn kein Ende ist in Sicht. Der Ära Merkel. Die SPD regiert kräftig mit, möchte die Union einholen, aber ohne aufzuholen. Denn in Umfragen dümpelt sie vor sich hin. Und der Kanzlerkandidatur kann Sigmar Gabriel kaum entkommen. Er scheint geboren, um zu verlieren. Immerhin beim kleinen Parteitag gestern folgte die Basis seinem Kurs, wenn auch mürrisch. Ein Wort, das die SPD spaltet. Vorratsdatenspeicherung. Und er ist das Zentrum dieses Streits. Parteichef Sigmar Gabriel will das Gesetz unbedingt durchsetzen. Und so beherrscht vor allem das Wort Druck die Zeitungen. Einmal übt Sigmar Gabriel Druck auf seine Partei aus, in anderen Zeitungen steht er selbst unter Druck. Am Ende ist es für den Parteichef noch einmal gut ausgegangen. Den Boss bloßstellen, ihm eine Niederlage zufügen, das wollte die Basis dann doch nicht. Wir haben uns mit 60% für die Unterstützung dieses Gesetzentwurfs ausgesprochen, 40% waren dagegen. Eigentlich läuft es in der Koalition doch ganz gut. Mindestlohn, Rente mit 63, Frauenquote, Elterngeld plus. Punkt für Punkt arbeitet die SPD im Regierungsalltag ab. Doch die Umfragewerte bleiben im Keller. Gabriel ist umstritten. Mann der Extreme heißt es. Sprunghaft, launisch soll er sein, der herablassende Basta-Politiker. Wo steht die Partei? Wie sehr zeigt sie eigene Konturen? Wie sehr nimmt der Chef seine Genossen noch mit? Boss gegen Basis, wie die SPD sich selbst zerlegt. Das ist unser Thema heute hier im Presseclub. Darüber wollen wir diskutieren und ich freue mich auf meine Gesprächspartner und darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Christiane Hoffmann ist stellvertretende Leiterin des Berliner Hauptstadtbüros von Der Spiegel. Elisabeth Nia arbeitet als Korrespondentin im Hauptstadtbüro der Wochenzeitung Die Zeit. Thomas Schmid ist Publizist und ehemaliger Herausgeber der Weltgruppe. Und Albrecht von Lucke arbeitet als Redakteur der Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik in Berlin. Seien Sie alle herzlich willkommen. Frau Hoffmann, gestern war der Parteikonvent, der kleine Parteitag, heftig umstritten. War unter anderem die Vorratsdatenspeicherung, aber auch sonst war die Parteibasis sauer auf die Führung. Das war, glaube ich, zu spüren. Wie ist es denn da zugegangen? Wie ist das ausgegangen? Ich würde sagen, es ist ausgegangen, wie man es eigentlich erwarten konnte. Sigmar Gabriel hat sich durchgesetzt, aber wenn man es zusammenfassen will, er hat auch einen Denkzettel verpasst bekommen. 60% für die Vorratsdatenspeicherung, für ein Gesetz, das bereits durch das Kabinett gegangen war. Das ist nicht allzu viel und es war nötig, dass er praktisch damit drohen, mit dem Rücktritt drohen musste, indirekt und die Generalsekretärin sekundieren musste, sagen musste, unsere Regierungsfähigkeit ist in Frage gestellt, wenn das nicht durchkommt. Also er musste da schweres Geschütz auffahren, um sich durchzusetzen. Ein Denkzettel. Herr von Lucke, Sie waren ja, glaube ich, vor Ort dabei gestern. Wie war denn die Gemütslage? Wie fühlte sich das an? Na, ich musste lange warten. Und das war der Grund, warum ich am Schluss mir die Pressekonferenz auch im Fernsehen, wie so viele wahrscheinlich von uns, auf Phoenix anguckte. Also die Journalisten wurden lange vertröstet, weil es dauerte. Aber das, was man wahrnehmen konnte, es war ein großes Maß erstmal an Erleichterung zu spüren. Das war ersichtlich. Und man muss sich auch bewusst machen, die Differenz ist ja mit Händen zu greifen. Im Parteivorstand haben bis auf zwei von, ich glaube, Mitte 20, 25 oder 27 Parteivorständler, haben bis auf zwei alle zugestimmt. Der Ausgang der Abstimmung ist mit 60-40% und knapp 60% ja kein grandioser. Das heißt, die Erleichterung war zu spüren, aber, und das finde ich das Bemerkenswerte, bei Sigmar Gabriel war keineswegs so etwas zu spüren wie ein Maß an Erschütterung. Die Frontalität, mit der er auch die Journalisten in alter Manier anging, zeigte mir eher was anderes. Der Mann ist willens, zu akzeptieren, dass er diesen Wahlkampf angeht. Ich glaube tatsächlich, dass dieses Jahr für ihn sehr vieles geklärt hat. Er weiß ganz genau, dieses Mal kann ich mich nicht ein zweites Mal hinter einem Steinbrück, den er das letzte Mal vorgeschickt hat, verstecken. Er will es auch nicht mehr. Er will, glaube ich, ganz dezidiert jetzt den Kampf aufnehmen, aus einer Perspektive, die natürlich ziemlich katastrophal ist. Und dieses Phänomen, dass er weiß, ich muss antreten, das lässt ihn ein Stück weit fast noch stärker auflaufen, nämlich mit einem Wissen. Die Partei hat gegenwärtig überhaupt keinen anderen. Auf die Kandidatenfrage kommen wir noch zurück, die ist ja spannend, aber
Ist er denn jetzt gestern gestärkt daraus gegangen? Kann man jetzt sagen, okay, das Thema war strittig, aber er hat sich durchgesetzt und jetzt ist wieder Einklang zwischen Basis und Führung in der SPD, Frau Nier? Naja, Einklang nicht, weil 60% heißt ja, dass doch ein ernstzunehmender Teil der Partei mit dem Ergebnis hadert. Aber ich würde nicht sagen, dass es so wahnsinnig schädlich ist, dass es bei so einem zentralen Thema, wo es ja auch in der Gesellschaft unterschiedliche Vorstellungen gibt, wo schon immer ein Teil der SPD gesagt hat, das Thema Freiheit ist uns da tendenziell wichtiger als das Thema Sicherheit, so als die beiden Pole, die man da abwägen muss. Und die Argumente gegen die Vorratsdatenspeicherung sind ja jetzt auch nicht total abwegig. Und auch Heiko Maas hat ja nun als der zuständige Minister da lange Bedenken geäußert. Insofern finde ich es nicht so schlimm, dass es da in der SPD unterschiedliche Meinungen gibt, dass dann auch da stundenlang irgendwie diskutiert und gerungen wird. Also wenn man sich so im Vergleich die Union anguckt, wo dann wirklich irgendwie die Leitanträge auf den Parteitagen quasi ohne Gegenrede oft so durchgewunken werden. Hat ja Gabriel gestern auch als Stärke versucht hinzustellen, zu sagen, bei uns wird diskutiert und dann gibt es strittige Ergebnisse. Lieber 60% in einer Partei, in der diskutiert wird, als 100% in einer Partei, die nicht diskutiert hat. Diskutieren darf halt kein Selbstzweck sein, aber wenn das am Ende zu einem Ergebnis führt, finde ich es auch nicht so schlimm, wenn der Parteichef dann wirklich auch mal sagt, das hier ist unsere Priorität, das wollen wir. Also was so als Erpressungsmanöver immer so dargestellt wurde und jetzt kommt der Basta-Parteivorsitzende, der seine Leute unter Druck setzt. So war es natürlich im Vorfeld. Es wurde schon auf allen Ebenen, Hannelore Kraft musste da auch noch mal in die Bütt und die NRW-Delegierten da einschwören und so. Aber dass sowas in Parteien passiert, dass da gerungen wird und dann auch der Parteivorsitzende sagt, ich will das, bitte folgt mir, das gehört auch so ein bisschen dazu. Und ich glaube, dass nicht nur, dass es ihn schwächt, denn er hat ja am Ende gewonnen. Es zählt dann das Ergebnis. Die Vorratsdatenspeicherung ist das eine Thema, Herr Schmidt. Das Freihandelsabkommen TTIP ist so ein zweites Reizthema, wo man merkt, dass zwischen Gabriel und der Parteibasis doch eine ziemliche Kluft auch sich immer wieder auftut. Warum setzt Gabriel auf solche Themen? Macht er das aus taktischen Gründen oder aus Überzeugung? Ich glaube schon, das macht er aus Überzeugung. Gabriel ist ein Überzeugungspolitiker. Ich glaube auch nicht, dass er ein Basta-Politiker ist. Er ist ein ganz anderes Naturell, als er Schröder gewesen war. Bei Schröder hat es immer diese spielerische Lust gegeben an dem Provozieren der eigenen Partei. Das macht Gabriel eigentlich nicht. Bei Gabriel kommt das Temperament oft ihm in die Quere. Das sicherlich. Aber er ist, glaube ich, wirklich ein Überzeugungspolitiker, der, wenn Sie die beiden Sachen ansprechen, Vorratsdatenspeicherung und TTIP, er natürlich ganz genau weiß, dass er in der Partei, also sozusagen bei den organisierten Mitgliedern, es nicht ganz einfach hat. Da hat er gekämpft, da hat er mit offenem Visier gekämpft. Deswegen weiß ich auch nicht, ob die 60-40, knapp 60-40, dieser Ausgang, ob das ein Denkzettel für ihn ist. Ich finde, es ist eigentlich ein klarer Erfolg für ihn. Man muss dazu sehen, was ich für das noch viel wichtigere halte, er hat natürlich eine andere Perspektive. Seine Perspektive sind nicht allein die Mitglieder. Es ist klar, dass eine so ideologisch gern diskutierende Partei in solchen Themen, TTIP, Anti-Amerikanismus, ja oder nein, Vorratsdatenspeicherung, was geht vor, Freiheit oder Sicherheit, dass die SPD da extrem gespalten ist. Das ist klar. Aber bei Gabriel blickt, glaube ich, immer so auf die eigene Klientel. Und zu den sozialdemokratischen Klientel gehört nun mal das Bedürfnis nach Sicherheit in einem umfassenden Sinne dazu. Und in diesem umfassenden Sinne ist es eben nicht nur Schutz vor Arbeitslosigkeit, sondern Schutz auch vor Gewalt, vor Kriminalität, vor Terrorismus und was auch immer. Und ich glaube, da hat er eine Mehrheit der Bevölkerung durchaus auf seiner Seite, schon gar die Mehrheit seiner Wähler. Die sozialdemokratische Klientel war ja immer auch sehr sozusagen an der eigenen Sicherheit. Er hat ja gerade ein Papier orientiert vorgelegt, die Zeit hat es veröffentlicht, wo er den Begriff Sicherheit ins Zentrum stellt. Gestern in der Pressekonferenz hat das auch ein bisschen betont nochmal, wie wichtig der Begriff Sicherheit für die Bürger ist. Also Gerechtigkeit wird durch Sicherheit ersetzt. Ich gebe es mal in die Runde. Setzt Gabriel in der Partei auf strittige, aber in der Bevölkerung auf, und für den Erfolg der SPD auf die richtigen Themen? Ja, das ist ja die ganz große Frage, nicht? Ich meine, Sicherheit ist das Großthema. Das hat er sicherlich zu Recht erkannt. Die große Frage ist bloß, wer besetzt das Thema der Sicherheit in der Geschichte der Bundesrepublik? Klassischerweise ist es das originäre Thema der CDU. Und wenn wir den ganz großen Bogen spannen wollten, dann könnten wir sagen... Otto Schily? Otto Schily war der große Ausreißer. Das hat natürlich, und deswegen war es, ich komme noch zu der Sache von gestern mal drauf zurück, es ist ja der Versuch dezidiert von Gabriel gewesen, und da würde ich Thomas Schmidt ein bisschen widersprechen, nicht selber zu kämpfen in diesem Falle, sondern einen anderen kämpfen zu lassen.
Und das hat ein bisschen böses Blut gemacht, weil natürlich Heiko Maas davor dezidiert kein Sicherheitspolitiker war, aber Gabriel dezidiert sagte, du musst jetzt die Sicherheitsfragen stellen. Der hat eine Wende vollzogen, weil er zunächst er hat ihm die Wende sehr dezidiert angetragen. Und er, so ist es. Er hat ihm sehr dezidiert diese Wende angetragen, er hat gesagt, und gestern... Aufgezwungen, sagen wir es mal deutlicher. Und er hat damit dezidiert, und gestern kam sogar die Polemik, und leider, ich sehe da doch ein bisschen mehr Basta, als Thomas Schmid es darstellen will, kam sogar die Polemik, wir machen sogar aus dem Heiko Maas auch noch mal eines Tages einen ordentlichen Sicherheitspolitiker. Anständig, das heißt, anständig. Ja, ein anständiger, bitte, dann nehmen wir, also ob es ein anständiger, es ist jedenfalls, dass die Freude, es gibt eben zwei Seiten an Gabriel, es gibt zwei ganz starke Seiten, es gibt die eine Seite, da würde ich auch meinen, dass man hoffen kann, dass die Überzeugung zum Tragen kommt, wir müssen darüber diskutieren, in welche Richtung sie geht, die gibt es, und ich glaube, dass er sehr starke sozialdemokratische Überzeugung hat. Und deswegen auch im Wahlkampf der Richtige wäre, sie endlich durchzufechten, anders als Steinbrück oder Steinmeier. Aber es gibt ein enormes Phänomen, dass dieser Mann eine Freude daran hat, andere Personen durchaus massiv anzugehen. Herr von Lucke, jetzt sind wir ein bisschen von meiner Frage weggekommen. Naja, ich komme gerne darauf zurück. Aber das habe ich, aber ich wollte die Moderation noch ein bisschen bei mir behalten. Entschuldigung. Ja. Die Frage war, ob er auf die richtigen Themen setzt. Und auf den Politikertypus will ich gerne noch mal eingehen. Aber die Frage war ja zunächst, das war ja unser Ausgangspunkt, er setzt auf Themen, die es an der Basis schwer macht. Da war ein großer Konsens der Runde. Das ist klar, das Freihandelsabkommen, Vorratsdatenschutz sind Themen, die Sozialdemokraten in Wallung bringen können. Ich würde da unterscheiden. Aber also, ist es das Richtige, um in der Bevölkerung Punkte zu sammeln? Also ich würde einfach die Vorratsdatenspeicherung und TTIP da trennen. Sowohl was die Reaktion an der Basis angeht, als auch was das Verfahren angeht. Die Vorratsdatenspeicherung hat Gabriel die Partei und seinen Minister vor vollendete Tatsachen gestellt. Er hat gar nicht geworben. Bei TTIP ist das ganz anders. Da geht er von Anfang an rein als einer, der um seine Partei, um die Zustimmung seiner Partei argumentativ wirbt. Und ich glaube auch, dass es bei TTIP sehr viel schwieriger ist. Bei der Vorratsdatenspeicherung hat er sicher einen kleineren Teil seiner Anhänger gegen sich als bei TTIP. TTIP wird sehr viel schwieriger werden. Und was die Frage angeht, ist das ein Thema, mit dem die SPD eigentlich punkten kann? Ich glaube, nein. Ich glaube, die Sicherheit ist einfach, wie Sie im Grunde gesagt haben, zu stark ein Unionsthema. Es ist unglaublich verbunden mit der Kanzlerin. Und dass Gabriel jetzt dieses Thema versucht, als ein SPD-Thema zu etablieren, ist, glaube ich, eine sehr, sehr langfristige Strategie, die im Grunde schon auf die Zeit nach Merkel zielt. Wenn die CDU einfach nicht mehr dieser Fels der Stabilität und Sicherheit sein wird, dann will er sagen, wir sind auch eine Partei der Sicherheit. Also Wahlkampf für 2021, so nicht für 2017. Absolut. Das Programm ist ja auch als 2025er-Programm geschrieben. Da widerspricht keiner. Heißt das, dass die SPD die Wahlen 2017 abgeschrieben hat? Nein, das hat sie sicher. Ich glaube nicht, dass sie die Wahlen abgeschrieben hat. Es ist völlig richtig, dass Gabriel diesmal keine andere Wahl hat, als Kanzlerkandidat anzutreten. Das muss er tun. Er weiß natürlich, wie extrem schwierig die Situation ist. Die SPD dümpelt in den Umfragen bei 25-26%. Das heißt, sie ist kaum über dem Ergebnis der vergangenen Bundestagswahl. Und sie stehen ja vor der geradezu irren Situation der Sozialdemokraten, dass sie zu dem, was das äußere Image der Bundesregierung ausmacht, ziemlich viel beigetragen haben, ziemlich viele Erfolge gehabt haben und das auf ihrem Konto überhaupt nicht einzahlt, gar nicht. Und da ist es natürlich völlig richtig, und deswegen kann ich Gabriel da gut verstehen, dass er sagt, jetzt unter dem Druck dieser Situation hektisch zu suchen, wie wir punkten können, das hat gar keinen Sinn. Wir brauchen wirklich zur Rückkehr an die Macht eine langfristige Strategie, und deswegen ist diese Sicherheitsentscheidung, die Entscheidung, das Thema Sicherheit in den Mittelpunkt zu stellen, meiner Meinung nach eine richtige Entscheidung, wie man ja überhaupt, glaube ich, mehr sehen muss, als es bis gerne gesehen wird, dass Gabriel er ist wirklich von Herzen ein Sozialdemokrat, und er ist das, was man in Ermangelung besserer Ausdrücke einen rechten Sozialdemokraten nennt. Also jemanden, der die traditionellen sozialdemokratischen Werte verkörpert und der eigentlich eine Vision hat, die er auch mehrfach schon versucht hat zu transportieren, zu formulieren, auch auf Parteitagen durchzusetzen, nämlich die SPD muss wieder anknüpfen an ihre alte Tradition. Wir sind die Partei des Fortschritts. Und da ist es dann schon ganz wichtig, dass er auch sagt, zu diesem Fortschritt gehört eben auch Sicherheit. Frau Nier, ich spüre Ihre Skepsis. Machen Sie Blicke zu Worten. Naja, ich glaube, mindestens so wichtig wie die Frage, welche Themen man besetzt, ist auch das Thema Glaubwürdigkeit. Und
Ich glaube, so wie Gabriel das angeht, wird es nicht funktionieren, weil er seine Meinung doch relativ häufig geändert hat, weil er Heiko Maas, seinen Justizminister, gezwungen hat, seine Meinung zu ändern. Und ich glaube, bei ihm ist so durchsichtig, dass man spürt, er redet über die Mitte und benutzt diese Themen strategisch, instrumentell, ohne dass man wirklich erkennt, warum er das will. Also er hat seine Position beim Freihandelsabkommen verändert, bei den Rüstungsexporten, bei der Vorratsdatenspeicherung hat die Partei sich jetzt anders positioniert. Letztlich kann man auch sagen, es ist ein stilistischer Unterschied, jetzt seine Partei da so auf Kurs zu zwingen, vorher zu sagen, wir machen Transparenz und Mitgliederbefragung und so weiter. Und ich glaube, was halt auch sehr wichtig wäre, gerade für jeden, der gegen Angela Merkel antritt oder antreten will, die ja schon qua Person, weil sie da so lange sitzt, irgendwie so ein Gefühl von Sicherheit, wir wissen, was mit der kommt und so kennen sie alle und so. Da muss auch so eine gewisse Kontinuität und so eine gewisse Ruhe in den Themen drin sein. Also mich stört auch, wie er zum Beispiel über Familienpolitik redet, zu sagen, ja, wir wollen die Wähler in der Mitte erreichen. Und ich glaube, so verschreckt man Familien eher, wenn man denen so das Gefühl gibt, also sie sind ein Instrument, um in den Umfragen besser dazustehen. Er muss sich schon ein bisschen mehr Mühe geben, das besser zu erklären. Auch bei Griechenland, jetzt so plötzlich so populistische Interviews in der Bild-Zeitung zu geben dazu, zum Grexit und den Griechen zu drohen. Ich mag sein, dass es für die SPD eine gute Position ist. Da wollte ich gar nicht drauf abheben. Aber das muss hergeleitet werden. Also man hat ihn nicht wahrgenommen als jemand, der sich in den letzten Wochen nach dem Wahlerfolg von Syriza wirklich eingeklinkt hat und gesagt hat, wir stehen jetzt so oder so zu Griechenland. Man hatte den Eindruck, dass es bei der SPD eher darum ging, dass da eine Partei, die mit der Linken extrem eng kooperiert, dass man die jetzt nicht stützen will, dass da so parteipolitische Überlegungen eine Rolle spielten. Und mir fehlt da wirklich so der lange Atem, die Glaubwürdigkeit. Mir ist Gabriel dazu sprunghaft. Ist er das, und da nützen auch die besten Themen nichts. Also sprunghaft als Person, Sie haben es schon gesagt, als ich Sie etwas heftiger unterbrochen habe. Wir kommen auf den Persönlichkeitstyp noch mal zurück, aber ich will noch mal bei dem politischen Kurs bleiben. Ist er das in den Themen auch? Sehen Sie eine Linie bei dem, was er macht? Mitte, Sicherheit, Fortschrittsthemen wie Digitalisierung, demografischer Wandel. Das sind ja so die Stoffe, mit denen Gabriel versucht, die SPD auszurichten. Ist das ein Kurs, der erkennbar und überzeugend ist? Das ist es eben, da gebe ich Frau Nier völlig recht, leider nicht. Er hat die ganze Langfristigkeit von Themen nie durchgehalten. Er hat sehr früh Themen erkannt. Ich erinnere, vor 10 Jahren war er jemand, der das Europa-Thema als ein soziales und sozialdemokratisches sehr früh erkannt hat. Er hat alles liegen lassen, vieles. Fortschrittsthemen hat er immer wieder berührt. Ich wäre anderer Ansicht, als ich das für das zentrale und Gewinnerthema hielt. Bei der letzten Wahl hat er dann die Große Koalition erstmal alles an die Rentner vergeben. Also auch deswegen müssen die da erstmal ein bisschen Boden wieder gut machen, wenn sie so viel von Zukunft reden. Und das Dilemma ist, dass er, wenn wir uns erinnern, er hat 2009 mit einer fulminanten Rede den Vorsitz angetreten. Eine Rede, mit der er dezidiert sagte, es geht um die Deutungsmehrheit und Deutungshoheit in der Mitte, aber sie muss von links erobert werden. Das war eine originär sozialdemokratische Rede. Seitdem hat er immer wieder Versatzstücke gesucht. Er hat sich, das ist ja auch durchaus seine Stärke, er hat mit einem Sensorium für die Gegenwart Themen aufgegriffen, aber sie genauso schnell fallen gelassen. Also ich gebe ein Beispiel. In einer Rigidität die Vermögensbesteuerung für die Sozialdemokratie auszuschließen, vor einem halben Jahr, was aktualistisch in einer großen Koalition vielleicht geboten zu sein schien, aber nicht die Frage aufzuwerfen, könnte das ein wichtiger Punkt sein für eine nach der großen Koalition, also nach Schwarz-Rot, wichtige linke Strategie, das kam gar nicht auf. Und das eigentliche Problem scheint mir zu sein, dass Gabriel seit 2 Jahren eine völlig falsche Rechnung aufgemacht hatte. Er hatte gehofft, ich will mich 1 Jahr lang ausschließlich als Wirtschaftsminister bewahrheiten. Ich habe einen ganz dezidiert wirtschaftsfreundlichen Kurs. Das war seine Strategie. Er fuhr wirtschaftsfreundlich, hat unwahrscheinliche Anstalten gemacht, die Wirtschaft einzuladen, was meines Erachtens immer ein gewaltiges Risiko war, weil die Leute sich freuen, aber trotzdem CDU wählen. Und er hat feststellen müssen, dass trotz der, wie Herr Schmidt sagte, seiner sozialen Reparatur nach Agenda 2010, es alles bei 25% blieb. Aber er hat nie eine Sprache in die Partei reingefunden. Er hat tatsächlich andere vorgeschickt. Heiko Maas hat nicht die große Rede. Wir haben seit einem Jahr keine. Ist das ein bisschen Verzweiflung vielleicht auch? Ich meine, Sie haben es gerade auch noch mal gesagt, vorhin klang es schon mal an. Wenn man das Wahlergebnis war schlecht. In der Großen Koalition hat die SPD aber viel daraus gemacht, hat die Themen gesetzt, Frauenquote, Rente mit 63, Mindestlohn und. Also sehr viel sozialdemokratische Handschrift. Könnte eigentlich sagen, Mensch, haben wir doch viel daraus gemacht. Aber in Umfragen steht sie bei 25%, jüngster ARD-Deutschland-Trend, 25%. Da bewegt sich
nichts. Das ist ja eine in der Bundesrepublik, glaube ich, in der Geschichte geradezu einmalige Situation, dass wir fast zwei Jahre nach der Bundestagswahl immer noch die Umfragen dasselbe sind, wie das Wahlergebnis gewesen ist. Und das zeigt einfach, dass die Deutschen zufrieden sind mit der Situation, wie sie ist, nämlich mit einer sozialdemokratischen Politik, die gemacht wird von Merkel. So, das ist das, das gefällt ihnen und das quittieren sie mit diesen Umfragewerten. Und das macht ja den Gabriel, finde ich, geradezu zu einer tragischen Figur. Das ist, ich finde, das wirklich, das hat eine eigene Dramatik, dass er sehen kann, oder möchte ich auch Herrn Schmidt widersprechen, dass er letztlich für 2017 entweder er tritt an, wozu er sich innerlich das, glaube ich, auch entschieden hat, verliert und dann ist sein Parteivorsitz in Gefahr, oder er hätte jetzt zurückgezogen, womit er, glaube ich, schon auch im ersten halben Jahr geliebäugelt hat oder wo er mit sich gerungen hat, besser gesagt. Er hätte in jedem Fall wäre sein Parteivorsitz in Gefahr. Ich finde, das ist wirklich wie ein tragischer Konflikt. Warum ich glaube, warum ich widerspreche, ist, ich denke, mein Eindruck ist schon, dass er nicht daran glaubt, 2017 tatsächlich eine ernsthafte Chance als Kanzler zu haben. Die Frage ist, ist 2017 verloren gegeben? Ich gebe ihn sofort zurück, weil wir das jetzt so oft hatten in der Runde. 2017 Kanzlerkandidat der SPD ist Sigmar Gabriel. Jemand anderer Auffassung? Nein. Weil er will oder weil er muss oder weil er weiß, dass er nicht kneifen darf? Beides. Es ist ja schon erwähnt worden, er hat bei der vergangenen Bundestagswahl Steinbrück den Vortritt lassen, wohlwissend, wie die Wahl ausgehen wird. Und man konnte das natürlich auch deuten als ein Kneifen. Und ich glaube, ein Vorsitzender der zweitgrößten deutschen Partei kann sich nicht zum zweiten Mal dieser Aufgabe verweigern. Er muss es tun und er muss sehen, wie er damit zurechtkommt. Ich bin übrigens nicht ganz so sicher, dass er überhaupt gar keine Chancen hat. Es sind ja Konstellationen, die sich noch ändern können. Es ist auch denkbar, das ist natürlich schwer im Kaffeesatz zu lesen, aber es ist auch denkbar, dass die SPD doch noch ein wenig zunimmt an Stimmen und dann neue Konstellationen möglich sind. Welche Machtoptionen hätte er denn? Naja, hätte die Machtoption, das wäre denkbar, mit gestärkten Grünen und einer wieder zurückgekehrten FDP, möglicherweise eine Ampelkoalition. Ich weiß, es gibt viele andere Konstellationen von Schwarz-Grün oder eine Neuauflage von Schwarz-Gelb. Das ist alles gut denkbar, aber das ist schon eine Option, für die er kämpft und er kann natürlich nicht. Ist denn nach dem Abgang von Gysi Rot-Rot-Grün noch eine Perspektive? Gibt es nur die eine? Also die ist ja, Ampel ist ja sehr vage, müsste die FDP erstmal reinkommen. Wenn Sie mich fragen, gibt es die andere noch? Rot-Rot-Grün? Rot-Rot-Grün. Also, Rot-Rot-Grün. Mit der Linkspartei und nein, das gibt es. Da bin ich mir ganz sicher, Gabriel, da hat Gabriel eine ganz klare Position. Niemals. Wir haben schon zwei Ergebnisse. Wir wissen, wer Kanzlerkandidat wird. Wir wissen, dass es Rot-Rot-Grün nicht gibt. Also das zeigt doch auch was über den Zustand der Partei, wenn wir jetzt über diese Kanzlerkandidatur sozusagen wie über ein Kreuz sprechen, das der Mann tragen muss. Also wir haben Troikas erlebt, wo man sich... Ich glaube das genau auch anders. Es ist kein Kreuz. Er nimmt es als Befreiung wahr. Sie müssen das doch so sehen. Er hat das dezidiert gesagt. Anfang des Jahres hat er gesagt, eigentlich haben wir ein Fenster von 25-27% in der Wählerschaft. Es könnte noch sehr lange dauern, bis die SPD wieder einen Kanzler stellt. Wie Herbert Wehner 1982, daraufhin dauert es 16 Jahre. So, das heißt aber damit, er hat ein Stück weit auch einen Moment der Entlastung. Und ich nehme das auch so wahr. Er weiß ganz genau, er muss sich nicht mehr verkämpfen. Es geht darum, diese Partei, und da ist es auch mehr als nur Parteivorsitz. Es geht, glaube ich, wirklich um eine ganz entscheidende Situation. Wie kriege ich diese Partei aus einer wirklich historischen Malaise heraus und bringe sie ehrenhaft in ein Gefilde, wo sie weiter existieren kann? Aber das ist ja die eigene Grundfrage. Und da glaube ich, es geht um die Frage, wie kann ich nach einer verlorenen Wahl 2017 den Parteivorsitz behalten? Es geht, Sie können es runterkochen. Ich glaube, dass Gabriel, das traue ich ihm zu und das traue ich auch der Partei zu, dass es da auch einen Moment und ein Empfinden dafür gibt, dass es jenseits der Frage, wo stehe ich, ein Bewusstsein dafür geht, dass es darum geht, diese Sozialdemokratie überhaupt auf Sicht zu erhalten. Jetzt haben wir schon das drei ist gar nicht die große Frage. Diese Partei kann auch unter 20% fallen. Das wissen die Leute auch. Mhm. Und es gibt eine ausgesprochene Notwendigkeit, dieser Partei in den nächsten zwei Jahren einen Antlitz zu verleihen. Das, glaube ich, ist für ihn auch die entscheidende Herausforderung, dass nicht nur auf kurzfristige Gewinne zielt, sondern wirklich der Partei eine Identität verschafft. Und zwar gegen alle anderen, in Abgrenzung zu allen anderen Parteien. Jetzt haben wir schon wieder ein Ergebnis.
tritt an. Waren Sie sich alle einig? Er wird es nicht. Sind Sie sich auch einig? Jetzt kommt aber the day after. Frau Hoffmann sagt, tragische Figur, kann vielleicht dann nicht mal Parteivorsitzender sein. Herr von Lucke hat schon für Historiker Wehner rausgeholt. Ich hole noch mal Willy Brandt raus. Gabriel ist nach Willy Brandt jetzt am längsten. SPD-Vorsitzender. Das muss man auch mal sehen. Willy Brandt ist dreimal angetreten als Kanzlerkandidat. Muss er eine tragische Figur sein oder von Lucke aufgreifend, der sagt, er muss der Partei eine langfristige Perspektive geben. Kann es auch sein, dass er sie programmatisch so positioniert, antritt und verliert, aber so dasteht, dass man sagt, beim nächsten Mal geht es besser aus? Na, wir haben das ja zu Beginn dieser Legislaturperiode auch schon erlebt, dass er eigentlich der Wahlverlierer war oder die SPD-Wahlverlierer war. Und kurz nach der Wahl schon, weil die SPD eine sehr gute Figur gemacht hat mit dieser Mitgliederbefragung in den Koalitionsverhandlungen, gemessen daran, wie viel weniger Prozente sie hatten als die Union, sehr viel Politik bestimmt hat, er eine interessante Personalpolitik gemacht hat. Und so, er ist ganz sicher ein Typ, der unter Druck am besten ist. Und ich glaube, das ist wirklich eine offene Frage, was Sie hier ansprechen. Das wird auch sehr spannend zu beobachten sein. Also diese stolze, alte, traditionsreiche Arbeiterpartei, kommt die damit klar, einen Wahlkampf zu führen, in dem sie auf Platz möglicherweise und nicht auf Sieg spielen, in denen von vornherein klar ist, dass die Chancen, den Kanzler zu stellen, sehr gering sind? Werden die alle schlechte Laune haben deswegen und ihren Chef demontieren? Oder wird man sich damit anfreuen? Ich glaube, es liegt eine Chance darin, dass die Debatte jetzt so früh kommt. Für Steinbrück war das ein Riesenproblem, neben anderen Problemen, die es auch gab. Aber es war auch ein Problem, dass er sich am Schluss hinstellen musste immer so Sätze sagen musste, wie ich als Kanzler werde. Und alle wussten und selbst seine treuesten Anhänger wussten, natürlich wird er das nicht. Er wusste es auch, er hat es auch ausgestrahlt. Und das wird etwas sein, was Gabriel, das wird er neu erfinden müssen. Wie macht die SPD Wahlkampf, wenn sie nicht irgendwie die ganze Zeit so antritt und sagt, wir wollen die Regierung stellen, ich bin der Regierungschef von morgen. Kann man das erfolgreich in Deutschland machen, zu sagen, ich würde auch gerne regieren, wenn ich Kanzler werde, umso besser. Aber das Wichtigste ist, wir wollen sozialdemokratische Politik machen. Und wenn das als Nummer zwei im Kabinett geht und wir so viel umsetzen wie beim letzten Mal, ist es auch noch wert, dass ihr uns eure Stimme gebt. Also mit so einer Diktion kann man da genug Stimmen bekommen. Es ist ja tatsächlich so, ich finde, er hat einen Punkt, man kann an den Ergebnissen der Union in den Ländern, in Hamburg sind sie zum Beispiel gerade dramatisch abgestürzt, in vielen Ländern haben sie Probleme, die SPD ist in 14 Landesregierungen und so weiter, sehen, dass sehr viel wirklich an der Person Merkel hängt. Das werden die Leute ihm auch zugestehen. Es ist ja nicht so, dass sozialdemokratische Politik, sozialdemokratisches Personal bundesweit überall irgendwie abstürzen würde. Und wenn es ihm gelingt, diesen Punkt klarzumachen, zu sagen, hey, wir verändern auch aus der Juniorposition eine Menge, was in eurem Sinne ist, dann kann das funktionieren. Dann wird es einfach darauf ankommen, wie schlecht das Ergebnis ist. Wenn es wirklich schlecht ist, dann wird auch der Parteivorsitz in Gefahr sein. Dann werden andere Leute wie Scholz, Nahles und so weiter den Finger heben. Das heißt, Sie sagen, wenn es ein Achtungserfolg wird, gestärkter Juniorpartner von Frau Merkel, kann er das auch politisch überleben? Und ich glaube bloß trotzdem, dass es nicht heißt, dass wir eine Fortsetzung der Großen Koalition bekommen, sondern kann es immer noch sehr gut sein, dass dann zum Beispiel eine schwarz-grüne Regierung entsteht. Oder eine schwarz-gelbe vielleicht. Das ist doch aber auch die Frage, ob er in den Wahlkampf gehen wird, stärker in Richtung wir wollen in die Opposition, was ja ein großer Teil seiner Partei will. Aber das wird er nicht machen. Wird er sich sozusagen gemeinsam mit den Grünen und der FDP um den Juniorpartner? Aber da hat er sich positioniert. Das Kunststück, was ihm gelingen kann oder möglicherweise gelingt, das ist, dass er so auch eine Niederlage. Er wird 2017 nicht Kanzler, eine Niederlage in einen halben Sieg verwandeln kann. Ich glaube, er hat trotz der Sprunghaftigkeit, die man ihm so oft attestiert, einen ziemlich langen Atem. Und er weiß, dass Sie haben eben angesprochen, Willy Brandt drei Anläufe, um Kanzler zu werden. Er weiß natürlich, dass die Zeiten heute völlig andere sind. Damals war es eine Zeit langer Adenauer-Herrschaft und es lief gewissermaßen auf eine Modernisierung und Liberalisierung der Gesellschaft zu. Und die SPD hatte damals sozusagen den Wind der Geschichte im Rücken. Heute weiß er, dass das nicht mehr der Fall ist. Und da ist natürlich das Argument ganz, ganz wichtig für ihn, Herr Lucke hat es schon gesagt, die Partei zusammenzuhalten. Wenn Sie sich mal die sozialdemokratischen Parteien, die Parteienlandschaft in Europa angucken, dann steht die deutsche Sozialdemokratie, vielleicht von PD in Italien abgesehen, ziemlich gut da. Und ist es ist trotzdem eine große Partei, sehr viel größer, sehr viel geschlossener, sehr viel klarer auch und dazu noch in der Regierung.
das ist ein Plus, dass er wird in jedem Fall zu halten versuchen. Und ich glaube auch nicht, dieses Erratische, was man ihm immer vorwirft, das gehört zu seinem Markenzeichen dazu. Naja. Ja, nicht jedes Markenzeichen ist eine Stärke. Es muss es werden. Herr von Lucke hat es ja angesprochen vorhin. Das Erratische, er war ja auf dem Parteikonvent dabei, konnte man ja auch in der Pressekonferenz wieder erleben, welche Freude er an ironischen Ich finde seine Schwächen sympathisch. Also ich würde mir auch nicht wünschen, dass alle Politiker in Deutschland so sind wie Merkel, die so vorsichtig agiert und sich selbst aus der Deckung geht. Und ich glaube, es wird auch irgendwann noch eine noch stärkere Lust als heute daran entstehen, darauf Politikertypen, die eher auch mal was riskieren, eher auch mal einen Spruch machen, auch wenn man sich hinterher dann korrigieren muss. Insofern finde ich das, was manchmal strategisch unklug ist, was er macht, sich so oft da auch zu verirren, auch wie er mit Personal umgeht, nicht nur mit Heiko Maas, auch mit seiner Generalsekretärin. Das war klug, solche Leute wie sie zu holen, die an neue Positionen zu setzen, aber die jetzt andauernd in der Öffentlichkeit zu demontieren, dadurch, dass er das Gegenteil macht von dem, was sie verkündet, ist nicht besonders schlau. Konnte man gestern in der Pressekonferenz auch wieder erleben. Ich glaube, das ist klug für einen Vizekanzler sozusagen. Also das Erratische mag für einen Vizekanzler noch funktionieren und das mag auch noch den Leuten irgendwie gefallen, aber so wird man nicht Kanzler, das glaube ich. Und man ist vor allem der Parteivorsitzende, das ist das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem besteht darin, und das, wir haben ja Willy Brandt wunderbar im Gespräch gehabt. Es gibt zwei Sachen, die entscheidend sind. Gabriel hat zwei Positionen. Er ist Vizekanzler auf der einen Seite und schon da wäre ich auch dafür, sympathisches Verhalten, was ich übrigens auch nicht nur sympathisch finde, Elisabeth Nier hat es völlig zu Recht benannt, nämlich Leute zu demaskieren und sie bloßzustellen, als erstmal nicht nur politisch, sondern auch höchst unklug zu empfinden, das ist die eine Seite. Das macht man auch als Vizekanzler, aber als Parteivorsitzender. Das eigentliche Problem besteht darin, dass Gabriel die erklärende Rolle des Parteivorsitzenden nicht ausfüllt. Er hat nicht das, wir müssen uns angucken, es war die große Fähigkeit Willy Brandt, man ist ja mit den großen legendären Erzählungen nicht gestraft, man kennt von ihm. In jeder Parteisitzung wurde unendlich diskutiert. Es wurde lange diskutiert über die Frage, welche Position ist zu beziehen. Und diese Fähigkeit, übrigens auch das große Glück meine ich von Helmut Schmidt, dass er immer wusste, ich habe einen Parteivorsitzenden, der ein Stück weit die Partei mitnimmt, bis es dann in den 80ern zum Bruch kam, das ist klar. Aber dieses Problem, dass Gabriel es bisher nicht geschafft hat, schützend auch vor seine Leute zu gehen, die er genau wie diese Mitglieder selbst ja geholt hat, Fahimi und Maas sind beides dezidierte Personen, die Gabriel an die Stelle gestellt hat. Und sich da nicht vor sie zu stellen und eigentlich letztlich auch die große Erklärung zu liefern. Und das ist das, was eben den großen Unterschied zu Willy Brandt in den 60er Jahren ausmacht. Willy Brandt hatte eine sozialdemokratische Erzählung. Er war in der Lage, zu erklären, wohin soll diese Sozialdemokratie? Was ist die neue Ostpolitik? Und er hatte natürlich, das dürfen wir auch nicht außer Acht lassen, er hatte eine potenzielle Regierungsmehrheit, die plötzlich mit der FDP kam. Und das ist die zweite machtstrategische Manko, dass natürlich mit dieser Linkspartei das Dilemma, heute nicht mehr so einfach ist. So die Konstellation aber er müsste sich wesentlich mehr darum bemühen. Und das hat Gabriel gerade im letzten Jahr sehr unterlassen. Er müsste eine wesentlich klarere Ansprache an die Partei finden. Und ich glaube, er wird das auch machen. Das mag sein. Aber das Problem ist doch, er hat versucht, er wurde Vizekanzler. Er hat sich in der Regierung, ich sag's mal so, sehr, sehr brav verhalten. Er war plötzlich nur noch Wirtschaftsminister, hat sehr vernünftig dahergeredet, niemand mehr angeeckt, eine ganze Weile lang, und hat dann gemerkt, was er eigentlich vorher schon hätte wissen können, dass man an der Seite einer Angela Merkel mit so einer Haltung nicht reüssieren kann. Das heißt, er hatte gar keine andere Wahl, glaube ich, als sozusagen einerseits den Verlässlichen weiterzugeben und andererseits auch ein bisschen den Springteufel, der er nun manchmal ist. Und der Springteufel schadet ihm. Nicht so leicht ist, wie Sie gesagt haben, die Partei noch einmal in eine große Koalition zu führen. Denn er kam aus der Opposition, er hat gesehen, die Opposition hatte der SPD nicht genutzt, sondern geschadet. Jetzt kommt er aus der großen Koalition und muss, wenn es mit einem Wahlergebnis von 25 oder plus minus Prozent, wird er sehr schwer haben, der Partei zu sagen, wir müssen noch mal in die große Koalition, wir müssen sozusagen Merkel aussitzen, um dann 21, wenn Merkel nicht mehr kandidiert, da irgendwie eine Chance zu haben. Ich glaube, Partei sagt, wir wollen Chef werden und nicht irgendwie der Juniorpartner von jemand anders. Ja, aber ich meine jetzt im Gegensatz zur Opposition. Ein großer Teil der Partei wird sagen, wir wollen dann gegen Merkel-Wahlkampf machen. Genau, dann die gleiche Diskussion haben wir schon geführt vor der jetzigen großen Koalition. Ja, da wurde diskutiert, es wird nie und nimmer gelingen, die Sozialdemokraten nach dem Debakel mit Steinbrück noch mal eine große Koalition zu führen. Und dann ist es doch vergleichsweise geräuschlos über die Bühne gegangen. Also da würde ich jetzt keine Prognose machen. Aber da kamen Sie auf die SPD kommt nicht aus dem 25-Prozent-Tal. Das ist sehr stetig.
Eine Frage müssen wir stellen, weil ich das gemerkt habe beim Lesen unseres Gästebuches, wie sehr das die Menschen immer noch beschäftigt. Ist die SPD immer noch nachhaltig Agenda geschädigt? Es taucht in allen Einträgen immer wieder auf, dass viele, wahrscheinlich der Stammwähler, dieses Gefühl haben, die haben mal regiert und wir hatten andere Erwartungen an die. Und die haben uns im Grunde sozial verraten. Ich spitze es mal so zu, weil die Töne, die man dort liest, auch sehr aggressiv sind. Und das ist ja eine Weile her. Spielt das noch eine Rolle heute? Ja, also mein Eindruck ist, dass es viel, viel weniger geworden ist. Es mag sein, dass die Menschen, die sich zu Wort melden, natürlich auch immer die sind, die betroffen sind, die dazu eine besonders starke Meinung haben und denen das Thema egal ist, die artikulieren sich dann dazu nicht so. Ich finde, dass es sowohl bei der SPD als auch bei der Linken, deren Gründungsmythos ja Hartz IV war, und zu sagen, wir müssen da irgendwie die Alternative sein und gegen diese unsozialen Gesetze uns formieren und so, dass es bei denen auch eine kleinere Rolle spielt als früher. Trotzdem ist natürlich das Thema soziale Gerechtigkeit ist das Identitätsthema der SPD. Und ich glaube, da hat Gabriel, das haben wir vielleicht noch nicht hinreichend gesagt, einfach auch eine Situation, dass er als Parteivorsitzender, der auch nach der Koalition eine sehr klassisch sozialdemokratische Agenda, die auch sehr auf die Gewerkschaften hin orientiert war, und als Wirtschaftsminister sehr unterschiedliche Pole zusammenbringen muss. Das ist nicht einfach. Und ich finde, er hat es nicht wirklich versöhnt. Also Gerhard Schröder hatte ja das gleiche Thema. Der hat immerhin noch versucht, dazu eine Haltung zu entwickeln. Der hat gesagt, ich bin der Genosse der Bosse und wir müssen hier VW, was für Autos sind wichtig, für versteht auch jeder, hat sich da plakative Symbole gesucht und hat dann eine Arbeitsteilung mit Oskar Lafontaine gemacht, der für den anderen Teil der Partei zuständig war. Und das hat für 98 für einen Wahlerfolg gereicht. Ich sehe bei Gabriel eigentlich nicht so richtig, wie er diese Pole vereinen will. Er macht selber, also anstatt zu sagen, wir machen das mit verteilten Rollen oder macht er das mal so und mal so. Er hat irgendwie nach der Bundestagswahl eben sehr klassisch sozialdemokratische Themen gemacht. Jetzt redet er viel von Zukunft. Er macht bei Themen wie Rüstungsexport oder Energiewende ist er sehr nah an den Unternehmen dran. Sagt dann aber wieder, Ungleichheit ist ein Riesenthema, will aber auch nicht Vermögen besteuern. Und ich glaube, bei diesem Identitätsthema der SPD muss er eine bessere Erzählung, hat er von Lucke gesagt, braucht er vor allem auch einfach eine klarere Haltung. Also ich als jemand, der das professionell beobachtet, sehe nicht wirklich, wofür die SPD da steht und wie er das zusammenbringen will. An vielen Stellen waren Sie sich einig. Eine Frage will ich noch mal in die Gesamtrunde geben, weil ich die auch gern so noch zu einem vielleicht Ergebnis in unserem Presseclub führen möchte. Sie erwähnen wieder die Schwankungen, dass er temperamentvoll, etwas erratisch ist, glaube ich, bestreitet auch niemand. Aber erkennen Sie einen Kurs? Hat Gabriel einen Kurs zur Rückeroberung der Macht, zur Rückeroberung des Kanzleramtes? Nein, den hat er ersichtlich bisher nicht. Und ich würde auch noch mal auf die Sache eingehen wollen. Er hat eine Teilung vorgenommen. Andrea Nahles sollte diejenige sein, das war ihr Job als Arbeits- und Sozialministerin, die gewissermaßen die soziale Karte spielt. Das war die Aufteilung. Sie würde dafür Sorge tragen, dass mit Rente 63 und Mindestlohn die soziale Flanke beruhigt wird. In der Hoffnung, dass wirklich ein paar wieder einzahlen, mit dem Wort. Also, dass wieder ein paar Prozente zurückwandern. Gabriel hat dezidiert gesagt, ich werde dafür Sorge tragen, dass die Wirtschaftsflanke von mir konsolidiert wird, weil wir wieder den Part einer sicheren, verlässlichen Wirtschaftsorientierung bieten. Beides ist nicht aufgegangen. Und dieses Dilemma, in dem er jetzt steht, dass er nicht in der Lage ist zu sagen, ich leiste eine überwölbende Erzählung. Und wir waren ja am Anfang am Sicherheitsbegriff. Die soziale Sicherheit war natürlich durchaus originäre Komponente der Sozialdemokratie. Immer gewesen. Die CDU hat sie ihr mit Wohlstand für alle am Anfang ein Stück weit abgenommen und ist natürlich auch ganz stark in die Richtung gegangen. Aber die Sozialdemokratie hat versucht, dieses Thema zu spielen. Und ich glaube, in dem Feld muss Gabriel versuchen, ein Stück weit auch gerade, wenn wir zum Beispiel an Dinge denken, wir hatten ein großes Thema vor Monaten noch, Investitionen in die Zukunft Deutschlands, Investitionsbereitschaft, Infrastruktur, diese Themen, die in Kommunen und Ländern auf den Seelen brennen, da könnte er wesentlich stärker als einer in zukunftsorientierter Richtung auftreten, der Dinge besetzt. Aber die besetzt er doch gerade mit seinem Papier. Er versucht es. Hat er ein? Ja, da hat die SPD auch ein Investitionsprogramm durchgesetzt. Kann man immer sagen, das ist zu klein und da hätte er mehr Geld. Sondern ich glaube, dass der Kurs, das, was er anstrebt, dass es da richtig ist. Aber da ja das, was die SPD nach der Wahl gemacht hat, und das prägt ja jetzt ihr Bild, eher in eine andere Richtung ging, also auch sowas wie dieses Gesetz, wir haben das durch den Bahnstreik alle so ein bisschen kennengelernt, mit dem sperrigen Namen Tarifeinheitsgesetz, ist halt ein sehr sozialdemokratisches Gesetz, das auf die Klientel so der Gewerkschaften zielt und so. Solche Sachen machen die jetzt. Also ich finde, da klaffen Worte und Taten einfach noch zu weit auseinander, auch wenn ein bisschen Geld an die Kommunen geflossen ist. Im Moment ist für mich das Bild der SPD immer noch sehr stark dadurch geprägt, wohin das Geld nach der Wahl geflossen ist. Und das waren eben riesige Rentenpakete, das waren diese Traditionsthemen,
Mindestlohn und sowas und diese Zukunftsthemen. Warum, und die SPD konnte sich auch für Ganztagsschulen engagieren. Also die Frau Hoffmann, willkommen zum Ende des Presseclubs. Kleine Fazitfrage. Markenkern, warum sollte man heute SPD wählen? Da muss ich leider Herrn Lucke zustimmen. Den Kurs kann ich im Moment nicht erkennen. Und wenn, dann ist meiner Meinung nach die Themen, die die SPD besetzen müsste, wäre erstens Familienpolitik und stärker wieder das Thema Gerechtigkeit. Wobei bei der Familienpolitik hängen Sie die Union warum eigentlich heute SPD? Ja. Das ist ja etwas... Das ist, natürlich, Frage, das ist natürlich schwer, die sich jeder Wähler aber am Wahltag stellt. Extrem schwer zu beantworten. Aber Herr Lucke hat gesagt, bräuchte wieder eine große Erzählung, die SPD. Ich glaube, das ist extrem schwierig. Die SPD hat Erfolge gehabt mit ihren klassischen Verteilungsthemen. Das waren die Erfolge jetzt in der Großen Koalition. Und diesen großen Tanker, der die SPD ja doch noch ist, umzuschwenken auf eine andere Politik, die nicht mehr das klassische Umverteilungsdenken beinhaltet, sondern einen Aufbruch auch sowohl was die Wähler angeht zu neuen Schichten als auch zu einem neuen politischen Ansatz. Extrem schwierig. Und deswegen, ich finde, Sie müssen das jetzt halt auch machen. Aber wenn Sie mal gucken, Frau Nahles, Frau Schwesig, die Familienministerin Heiko Maas, die haben dieses Familienthema alle drauf. Gabriel hat ja nun auch ein kleines Kind. Ich glaube, die wissen alle, wovon sie sprechen. Die verstehen die Nöte von Eltern auch ganz gut. Sie müssen es jetzt nur wirklich auch machen. Das muss sich halt auch in Politik niederschlagen. Also Sie sind in der Regierung, da dürfen Sie nicht nur bei Papiere allen Konsensen, schreiben, sondern die Sie wir müssen hatten auch tun. In diesem Presseclub am Ende doch noch ein Dissens. Was für ein Finale. Ich danke Ihnen für die engagierte und lebhafte Diskussion. Das war nämlich der Presseclub hier im Ersten. Hier geht es jetzt weiter mit dem Europa-Magazin. Rolf-Dieter Krause moderiert. Und wir machen noch ein bisschen weiter auf Phoenix mit dem Presseclub nachgefragt. Ihnen schönen Sonntag. Vielen Dank für Ihr Interesse. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Ich begrüße Sie zum Presseclub nachgefragt auf Phoenix und im Radio auf WDR 5. Boss gegen Basis, wie sich die SPD selbst zerlegt. Das ist unser Thema heute hier im Presseclub. Darüber wollen wir diskutieren. Aber jetzt wollen wir vor allen Dingen mit Ihnen diskutieren. Nämlich jetzt sind Sie dran, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, mit Ihren Fragen an meine Gäste. Und wir haben bereits die ersten Anrufer. Der Presseclub kommt aus Köln. Der erste Anrufer ganz aus der Nachbarschaft, nämlich aus Bonn. Dort ist Hans Urban am Telefon. Herr Urban, Ihre Frage bitte. Ja, guten Morgen. Ich wollte fragen, ob es nicht vielmehr so ist, dass die SPD sehr stark ist. Denn es war immer so, wenn man die Länderkammer dazu nimmt, dann gab es gegenläufige Tendenzen. Also die im Bundesrat stärker waren, haben später auch die Regierung gestellt. Jetzt sind die aber schon mit in der Regierung. Sind die nicht unheimlich stark sogar? Ja, in vielen Landesregierungen plus Juniorpartner, aber einflussreicher in der Bundes- Aber das Originäre und das Besondere ist eben, dass sie chancenlos sind, was die Regierungsübernahme anbelangt. Das hat der Hörer hat völlig recht. Es war immer so, dass quasi die Rehabilitierung über die Länder stattfand und dass eine Vehemenz und Stärke in den Ländern dazu führte, dass irgendwann die Regierungsübernahme. Das ist leider gegenwärtig nicht der Fall. Und damals das macht gab das große es halt Problem auch, aus. Damals gab es halt auch die Linke noch nicht. Richtig, es ist die gespaltene also wir Linke, haben, die das wir haben ja ausmacht. In Deutschland, wir haben ja eine linke Mehrheit. Wir haben ja rechnerisch im Bundestag keine schwarz-gelbe Mehrheit. Wir haben ja, wenn Grün, also dieses Potenzial ist ja immer noch da. Natürlich. Nächster Anrufer kommt aus Dormagen. Jürgen Beck ist am Telefon. Herr Beck, ich grüße Sie. Ja, ich grüße auch in die Runde. Ich bin der Meinung, die SPD ist eben die eine Partei, die heute alle um die Mitte buhlen der Beliebigkeit. Sie versucht permanent alle Felder zu besetzen, hat dabei die sozialdemokratischen Grundwerte verraten, im wahrsten Sinne des Wortes. Und solange die Schröderianer und der Seehamer Kreis immer noch das Sagen haben in der Partei, wird es da wohl auch keinen Wechsel geben. Und ich bin der Meinung, wenn es tatsächlich mal eine Partei werden will, die Kontur haben möchte, also mit der sie sich tatsächlich absetzt, auch gegen den Trend in dieser Soße, in der ja alle drinstecken, sie diskutieren hier sich wund, und wir können eigentlich beliebig über jede Partei reden mit den Themen, weil sie sind ja alle gleich. Ja? Die einzige Alternative für mich wäre, wenn es tatsächlich eine rot-rot-grüne Wiedergeburt geben würde,
von dem Thema Gerechtigkeit. Und das ist das Thema der Zukunft. Unsere Gesellschaft spaltet sich immer mehr. Danke, Herr Beck. Ne? Wir haben verstanden und wollen Frau Hoffmann die Möglichkeit geben, Ihnen zu antworten. Frage der Linkspartei. Ich verstehe, dass das Common Sense ist, dass nach dem Rückzug, dem angekündigten Rückzug von Gysi, dass Rot-Rot-Grün völlig ausgeschlossen ist. Ich glaube das im Grunde auch, aber ich würde doch noch einmal den Gedanken zulassen, dass mit dieser Partei jetzt vielleicht etwas passieren könnte. Wenn sich so eine Führung verändert und da so eine Führungsspitze hinkommt, die offensichtlich Schwierigkeiten haben wird, miteinander überhaupt irgendwie auszukommen, würde ich immerhin mal in Erwägung ziehen, dass das auch möglich sein kann, dass das diese Partei sehr verändern, vielleicht auch in eine Spaltung führen wird, dass mit dieser Partei einfach nach Gysi, der ja in Wahrheit auch nie auf Rot-Rot-Grün zusteuern konnte, weil er sich nicht getraut hat, das zu machen, sondern das letztlich moderiert, aber liegen gelassen hat, das Thema, dass da doch irgendwas in Bewegung geraten ist. Also Sie sagen, nicht zu vorschnell verwerfen, da könnte nicht aktuell, aber perspektivisch sich was tun. Dazu passt die nächste Frage, glaube ich, auch. Anneliese Rahmann ist am Telefon und ruft aus Duisburg an. Frau Rahmann, herzlich willkommen im Presseclub und Ihre Frage. Ja. Dankeschön, guten Tag. Meine Frage geht auch in diese Richtung. Warum geht die SPD nicht mehr auf die Linken zu? Das ist doch eigentlich ihre sozialdemokratische Politik, die da vertreten wird. Dankeschön, Frau Rahmann. Ihnen noch einen schönen Tag. Von wem möchten Sie eine Antwort? Sie haben die freie Wahl. Es ist mir alles recht. Dankeschön. Von hier? Also ich finde nicht, dass sie nicht auf die zugehen, sondern die regieren ja in vielen in mehreren ostdeutschen Bundesländern gemeinsam. Es gibt einen Parteitagsbeschluss, wonach also solche Koalitionen nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Aber die Positionen zu außenpolitischen Fragen vor allem sind im Moment so weit auseinander. Und ich glaube, auch jenseits dessen auf Bundesebene gibt es bei einem Teil der Linken auch so einen starken Rochus auf die SPD, der sich doch irgendwie immer wieder niederschlägt, dass ich glaube, es ist auch was Habituelles. Es hat viel mit Oskar Lafontaine zu tun, der nun als ehemaliger SPD-Chef und Linken-Mitbegründer auch dieses Thema lebendig hält. Und es geht, Herr Schmidt, dabei ja dann, wenn es ernst wird, nicht nur um Innenpolitik, also um Soziales, sondern es geht um Außenpolitik, ja, natürlich. Deswegen eine immer größere Rolle spielt. Das ist im Augenblick undenkbar. Und außerdem ist der was Frau Nia eben gesagt hat, der Rochus auf Oskar Lafontaine, der ist halt so groß und das sitzt so tief in dieser Partei, der gefeierte Held, der dann sozusagen die Konkurrenzpartei gründet, das braucht noch ein bisschen Ausklingen, bis da ein Zusammengehen möglich ist. Und es kommt natürlich hinzu, inwieweit die Linke mit ihren Positionen, wo der Dietmar Bartsch ja vergleichsweise isoliert ist, wirklich kompatibel sein kann mit der SPD. Was ja auch was Tragisches hat so in der Demokratie. Wir haben eine linke Mehrheit, dass sich das nicht in der Regierung niederschlägt und wahrscheinlich auf absehbare Zeit auch nicht, ist ja eigentlich erstmal auch für, wenn man denkt, der Wählerwille sollte sich durchsetzen, es gibt eine Mehrheit für bestimmte Positionen. Gut, das könnte ja nicht nur schön. Das könnte ja ein Auslöser für Veränderung auch politischer Positionen. Sein. Mehrheiten machen ja Appetit. Ja, das sollte es eigentlich ja sein. Und das ist das große Dilemma. Wir sprechen auch immer von, vorhin klang es so, wir wären alle befriedigt. Und das wäre ein Land in Zufriedenheit von Frau Merkel, sozialdemokratisch regiert zu werden. Es gehen 50% der Leute nicht mehr zur Wahl. Wir haben gegenwärtig ein Land, und das ist das eigentliche Dilemma von links, wir haben keine linke Alternative. Wir haben eine faktische auf Dauer gerichtete Schwarze Republik mit einer Kanzlerin Merkel oder der Nachfolgerin. Das ist ein riesiges Problem. Weil mit der linken Mehrheit wäre ich auch nicht so sicher, weil wie links sind eigentlich die Grünen noch? Ne? Das muss man das schon ist die auch nächste noch Frage. Fragen, ja. Aber die Option, auch das ist doch das Interessante, dass die Grünen jetzt sukzessive in Richtung Schwarz gehen. Und das hängt natürlich ganz entscheidend daran, dass sich auf der linken Seite nichts darstellt. Solange die Linken, und da würde ich Ihnen sehr widersprechen, natürlich jetzt, nachdem Gysi abgetreten ist, so derartig viele Probleme haben werden, den eigenen Laden zusammenzubinden. Zwei völlig disparate Strömungen. Die Partei ist eine Partei aus mindestens zwei Flügeln. Solange werden sie sich einen Deibel tun, sich eine große Strategiedebatte, bei der sie völlig zu Recht sagen, dass selbst die sich nie getraut hat, anzurühren, zu liefern, über die Frage, geben wir unseren Alleinstellungscharakter auf im Punkto Friedenspartei, angebliche Friedenspartei. Und das ist die eigentliche spannende Frage. Auf Gabriel noch mal zurück. Gabriel muss die Auseinandersetzung eigentlich meines Erachtens führen, was wirkliche Friedenspolitik ist. Die Linke reklamiert für sich, Friedenspartei zu sein und sagt, jedes UN-Mandat ist eines, wenn ein deutscher Soldat da dabei ist, ist eines, was wir nicht mitmachen. Darum geht es und auch eine Auseinandersetzung. Und hat in weg, anderen Punkten eine Blauäugigkeit. Das ist eine Auseinandersetzung. Ich glaube, dass Gabriel die große Chance hat,
weil er eigentlich nichts mehr verlieren kann. Dass er in alle Richtungen deutlich machen muss, was ist wirklich linke Politik. Und die Tatsache, dass die Linke sich darauf setzt mit ihrem Label Die Linke, heißt noch in keinster Weise, dass sie wirklich linke Politik vertritt. Und diese Auseinandersetzung muss er führen. Und dann ist das, was Thomas Schmidt sagt, oder was sie auch sagt, nicht ganz falsch. Vielleicht gibt es dann wirklich eine Auseinandersetzung in der Linkspartei der verschiedenen Strömungen, von denen die eine sagt, jetzt müssen wir springen. Bisher halten die beiden wie Pech und Schwefel zusammen, weil sie beide nur miteinander überleben können. Das ist eine ziemlich unangenehme Richtung. Mhm. Weil, Frau, jetzt lassen Sie uns die nächsten, ich kriege Ärger mit unseren Zuhörern und Zuschauern. Denn die sind ganz interessiert an dieser Sendung, wollen mit Ihnen ins Gespräch kommen, sitzen am Telefon, warten, dass Sie drankommen. Und deswegen würde ich gern die Zeit nutzen, um doch möglichst viele auch zu Wort kommen zu lassen. Presseclub nachgefragt, Karl-Heinz Unkret ist am Telefon. Und Sie rufen aus Berlin an. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen, Gruß in die Runde. Ich habe mal folgende Frage. Müsste man in der Diskussion über die SPD nicht viel stärker differenzieren zwischen den Berufsfunktionären, die auf einem solchen Konvent wie gestern oder auch auf Parteitagen sitzen, und den potenziellen Wählern? Ich will es mal an einem kleinen Beispiel festmachen. Herr Luke sprach die Rede von 2009 von Sigmar Gabriel auf dem Parteitag in Dresden an. Dort sagte er ja unter anderem auch, man muss rausgehen, man muss dorthin gehen, wo es riecht, wo es gelegentlich auch stinkt. Als er dann rausgegangen ist nach Dresden und wollte mit den Pegida-Leuten mal sprechen oder sich eine Diskussion anhören, wurde er sofort von der Funktionärsebene angegangen. Anderes Beispiel ist der von Frau Nia angesprochene Namensartikel diese Woche in der Bild. Ich glaube, dass das bei den potenziellen Wählern sehr gut ankommt. Aber die Funktionäre sind ihn sofort wieder angegangen. Also meine Frage, sind nicht eigentlich die Funktionäre das Problem von Sigmar Gabriel? Dankeschön, Herr Unkret. Herr Schmidt, Sie direkt das in gewisser Weise sind die Funktionäre sein Problem, aber das ist nun mal der Doppelcharakter der SPD. Die SPD ist eine extrem diskussionsfreudige, auch extrem an ideologischen Auseinandersetzungen interessierte Partei, in der es in der Tat mehrere Flügel gibt und wo es einen explizit linken Flügel gibt. Und der schlägt sich nun im Funktionärsapparat deutlich mehr nieder als in der Wählerschaft. Und die Wählerschaft hat durchaus andere Positionen. Und es muss die Leistung jedes Parteivorsitzenden der SPD sein, das auszubalancieren. Und das stimmt natürlich schon, dass der Sigmar Gabriel einerseits ganz klar auf diese Mehrheit der Wähler zielt und auf der anderen Seite nicht immer großes Geschick hat, das beides so auszubalancieren, dass es wie aussieht, als wäre es aus einem Guss. Und das ist schon sein Problem bis heute. Wir haben einen Sozialdemokraten am Telefon. Der ruft an aus Düsseldorf, heißt Alfred Zahn. Herr Zahn, herzlich willkommen im Presseclub. Ist doch richtig, ne? Sie sind Mitglied der SPD. Ich bin Mitglied der SPD, ja. Und ja, die SPD, ich möchte das vergleichen mit der CDU. Wir Sozialdemokraten können mitreden und wir können auch mitbestimmen in der Partei. Was hingegen bei der CDU für mich gesehen als unmöglich geht. Frau Merkel hat die Macht an sich gerissen, hat ihre Leute, die sehr gute Leute waren, ich könnte jetzt aufzählen, ich mache es nicht, praktisch politisch gemörschelt und deswegen jetzt die totale Macht in der CDU, und die CDU tut mir leid, zu dem Zeitpunkt, wenn die Merkel mal aufhört. Ist das die Stunde der SPD, Herr Zahn? Das wäre dann die Stunde der SPD. Dann fragen wir mal in die Runde, ob das auch so gesehen wird. Hat die SPD erst eine Chance, wenn Merkel mal aufhört? Da ist viel dran. Aber da widerspricht hier keiner. Ja, und die Beschreibung war natürlich richtig. Also ich von den inhaltlichen Debatten in der Union, ich fand, so ein Schlüsselzeitpunkt war, als Fukushima passiert ist und die Grünen einen Parteitag zum Thema Energiewende gemacht haben, aber nicht die CDU, die ihre Richtung um 180 Grad gedreht hat. Und das ist eigentlich symptomatisch, war bei vielen anderen Themen, Wehrpflicht und so genauso. Mhm. Also was sicherlich stimmt, ist, dass in der Zeit, dass Merkel ein völlig neues Regiment in der CDU eingeführt hat und völlig unbestritten im Augenblick, wenn eine so zentrale Figur, auf die alles ausgerichtet ist, nicht mehr da ist, dann sieht es möglicherweise um diese Partei nicht so gut aus. Insofern könnte das die Stunde der SPD werden. Oder von Ursula von der Leyen. Das werden wir dann sehen. Nächste Anruferin ist Karin Dada-Lorenz aus Hagen-Hohenlimburg. Frau Lorenz, ist das richtig? Ja, aus Hagen-Hohenlimburg, richtig, ja.
Und Sie stehen der SPD auch nah? Und ich bin oder sind, Mitglied. Sie sind Mitglied auch? Ja, ja. Sehen Sie, wir haben jetzt eine hohe sozialdemokratische Zuschauerdichte. Ja, nur Ihre Frage. Gehe ich richtig in der Annahme, dass die SPD in Berlin sich zu sehr der CDU annähert, zu sehr alles abnickt, was die CDU macht? Das ist meine Befürchtung. Ja, wir haben ja schon gesagt, dass die Politik letztlich eine sehr stark sozialdemokratische Prägung hat mit Mindestlohn, Rente mit 63 und so weiter. Und insofern kann man eigentlich nicht sagen, dass sie sich zu weit annähert. Aber in allem, was jetzt im Moment in der Diskussion steht, wie Vorratsdatenspeicherung und TTIP, ist natürlich der Mittekurs sehr klar erkennbar. Das gibt's ja, Herr von Lucke, auch ganz generell als Thema. Ist die Sozialdemokratisierung der Gesellschaft das Problem der SPD? Also im Grunde ihre Erfolgsgeschichte, weil alle Parteien jetzt ein bisschen sozialdemokratisch sind. Natürlich, das ist das große Dahrendorf-Wort, der sagte schon vor 30 Jahren, eigentlich sind wir ein Stück weit alle Sozialdemokraten geworden. Die ganze Gesellschaft, und das ist natürlich auch richtig, die sozialdemokratische Errungenschaft, die Sozialdemokratisierung ein Stück weit der Gesellschaft ist weit vorangeschritten. Man kann es aber noch viel pointierter sagen. Der Erfolg frisst seine Kinder. Erfolg frisst seine Kinder und es kommt noch mehr hinzu, es ist auch eine Form der Liberalisierung. Also wenn wir denken vor allem an die kulturellen Felder, dass die CDU in Kürze die Ehe für alle, aller Voraussicht nach, ich würde das wagen zu prophezeien, durchwinken wird, ist ein Ausdruck natürlich einer völligen Pointierung und Profilierung der alten Union. Das muss man auch sehen. Eine CDU der Ära Kohl hätte natürlich nie die Ehe für alle beispielsweise. Das zeigt also auch, wir haben eine diffuse Landschaft und wir haben natürlich aber ein Stück weit, das ist das eigentliche Problem der SPD im gegenwärtigen Zeitpunkt. Wir haben eine Partei in einer großen Koalition als kleinerer Koalitionspartner und nachdem sie gerade die ganzen Errungenschaften ihrer sozialdemokratischen Habenseite jetzt verschossen hat, hat sie das große Problem, dass die wirtschaftspolitischen Fragen jetzt anstehen. Und wir hatten vorhin TTIP. Ich glaube, eher Gabriel wird alle Anstrengungen unternehmen, TTIP auf die lange Bank, auf das Ende von Obama und auf die Zukunft zu verschieben. Wollen nicht nochmal TTIP aufmachen, am Ende vom Presseclub nachgefragt. Aber ganz kurze Antwort noch. Was Herr von Lucke gerade sagt, könnte man ja auch ganz kurz fassen. Das ist so ein bisschen Gabriel und Merkel wie Hase und Igel. Ich bin all da. Ja, es ist irgendwie eine traurige Situation. Und die Nummer zwei zu sein, hat sich auch in vielen Bundesländern erwiesen. Ist per se nicht leicht. Die SPD hat oft verloren, da wo sie der kleinere Koalitionspartner war. Und da muss man halt was draus machen können. Danke in die Runde, dass Sie die Fragen unserer Zuhörer, Zuschauer beantwortet haben. Hoffentlich für Sie alle befriedigend und für Sie alle interessant. Das war er nämlich, der Presseclub nachgefragt auf Phoenix und im Radio auf WDR 5. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse. Wir danken den Anrufern für die Fragen, wünschen Ihnen noch einen angenehmen Sonntag aus Köln. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.